Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded, unser Spiel und heute im Multiplayer mit dem Marcel zusammen. Heute mal nicht als Kommentierender, sondern als Mitspieler. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Ich habe den Host gestartet und da hinten ist er doch. Da. Jetzt ist er auf die andere Seite gerannt. Moment. Hey. Rennen wir hier im Kreis. Auch schön. Auch schön. Halt. Zurück. Nein, er ist in der Mitte. Du bist in der Mitte, oder? Du bist doch in der Mitte. Na klar. Jo. Da bist du. Eichel. Hervorragend. Jo. Bartholomäus. Da haben wir dich. Sehr schön. Okay, gut. Ja, starten wir noch am besten gleich mal. Meine Rüstung ist defekt. Und Marcel braucht auch noch eine Rüstung. Achso, hier kann ich gerade nicht dran. Ah, okay. Also Marcel, wenn du dran bist, kann ich nicht an die Kiste. Genau. Ja, hast du ja an Rüstung schon was rausgenommen? Nein, aber ich frage mich, wo meine Keule ist. Die Keule? Das liegt daran, dass die in der linken drin ist. Da, wo ich sie gerade reingetan habe. So, dann legen wir die doch auch noch rüber. Ein Stapel Pfeile. Den Bogen, das ist ja mein eigener. Ne, den lasse ich da. Oh, das sieht alles gar nicht so gut aus hier. Nein, das legen wir natürlich nicht ein. Nein. Da sind die beiden Flaschen. Sehr schön. Achso, ja. Dann wollen wir doch mal gucken. Kann ich die schon reparieren? Habe ich was da? Nein, Eicheschale. Einmal. Oh, wo ist der Rest der Rüstung? Da. Dann machen wir das mal so. Was brauche ich da noch? Zweimal. Also dreimal muss ich schon sammeln. Wo ist der Rest? Da. Der Rest vom Schützenfest. Und was zeigt er uns an? Nochmal. Eicheschale. Also viermal brauche ich die. Ja, ich würde sagen, dann sammle ich doch gleich mal 8 Stück. Dann hast du auch was und vielleicht, dass du in der Zeit Pflanzenfaser besorgst. Kein Problem. Ich habe aber erstmal gerade aufgehoben. Achso. Okay. Ja, da lagen Dinge von dir noch auf dem Boden. Von mir? Ja, hier dieses Spoiled Meat. Ach so, das, ja, ja, stimmt. Das hatte ich da rausgeschmissen mal vor einiger Zeit. Und ja, liegt da eben halt noch rum. So. Hier ist das eine Kiste. Habe ich jetzt keinen Hammer dabei? Ich habe keinen Hammer dabei. Oder? Habe ich den? Nee. Müsstest du? Weil in den Kisten war nur einer. Doch, da ist er. Wieso ist der jetzt nicht mehr da drin? Der war nicht im Menü. In deinem Inventar besser als du. Ja, ja, ich merke das schon. So, dann holen wir uns doch jetzt mal die Eichel. Ja, schade eigentlich, dass es mal so und mal so ist. Oh, gleich drei. Juhu. Das liegt bestimmt am Mehrspielermodus. Da kriege ich gleich viel mehr Loot. Möglich, da die ja auch die Viecher stecken. Da ich was? Wie bitte? Die machen auch die Käfer stärker. Okay. Pflanzenfaser nehme ich mir auch noch ein paar mit. Halt, wenn ich sage ein paar, dann sollte ich nicht an allen vorbeirennen hier. Ja, Ameise, auf dich habe ich gerade gar keinen Nerv. Ich glaube, ich hole dir noch ein bisschen Madenhaut. Was hältst du denn davon? Ja, das wäre gut für eine Trinkflasche. Ja. Und es ist tatsächlich eine Made geworden. Juhu. So. So. Dann. Was? Bleibt doch hier. Das rollt weg. Wieso rollt das weg? Wieso kann ich es mir nicht schnappen? Wer? Inventar voll? Ah, nein. Inventar ist voll. Moment, ich komm. Und trinken muss ich auch noch. Alles klar. Dann hol dir mal den Loot. Halt. Muss ich lang? Da. Erstmal trinken wir was. Gut. So, haben wir? Das ist aber wirklich jetzt ganz schön wenig gewesen. Also letztes Mal hatte ich hier noch einen zweiten drin gesehen. Na gut, dann haben wir eben keinen. So eine Dose müsste doch eigentlich eine super Basis abgeben. Also zumindest, wo man geschützt ist. Oder meinst du nicht? Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist nur... Ja, immer noch voll. Das Problem ist nur, es kann natürlich sein, dass sie da vielleicht irgendwann mal was ändern. Und dann ist natürlich die Base natürlich auch weg. Ja. Oder halt extrem zerstört. Achso. Das hatte ich in der Mitte der Map mal gehabt. Das war ein super Spot.
Ja. War schön hochgelegen. Okay. Habe ich auch was Schönes gebaut gehabt und dann beim nächsten Patch haben die dann auch Fußabdrücke und so hingemacht und dann, ja, war meine Base ein paar Meter höher. Ja. War halt dann nicht mehr hübsch. So, hier habe ich noch eine Made. Na, komm schon. Ja, ist tatsächlich wieder eine Made, keine Larve, sehr schön. Denn bei Larve wäre ich dieses Mal weggelaufen. Marcel, magst du kurz herkommen? Der Loot liegt hier noch rum. Ja, ich glaube nicht rumkommen. Weil ich mache mich gerade auf dem Weg Richtung Basis. Wenn man das Basis ja nennen kann. Ja, ich sehe dich. Hallo? Ich komm. Da rechts ist ein Marienkäfer. Was? Wo? Ja, den kann ich jetzt nicht angreifen, glaube ich. Obwohl. Doch, der greift mich ja nicht an. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wo denn jetzt? Wo du hergekommen bist? Ach, da ist er. Wieso schieße ich das weg? So. Dann. Wollen wir doch mal hoffen, dass das hier auch wirklich funktioniert. Denn eigentlich mit der Rüstung bin ich ja auch, glaube ich, stärker, ne? War das nicht so? Ja. Ich glaube, ich gehe gleich drauf. Das dauert zu lange. Ja, komm. Komm. Ich habe ich gleich. Ja. Ah, sehr schön. Juhu. Und da haben wir auch noch ein. Nein, haben wir nicht. Da hast du sicherlich auch gemerkt, dass... Inventar ist voll. Marienkäferbrocken. So. Gut, dann werde ich jetzt mal meine Tasche leeren, weil irgendwie das ist ein bisschen ungeschickt so. So. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Platz. Moment. Ja, ich weiß, ich muss essen und trinken und eigentlich, was haben wir denn da? Und wie war das? Ja. Nein! Rechte Maustaste. Ja, besser. So eine Essenskiste hast du noch nicht, ne? Nicht. Nee, habe ich noch nicht. Ja, nochmal Inventar. Da, die Trinkflasche. Imp hat da doch mehr angezeigt. Na, egal. Brauchen. Gut. Kann ich hier das Wasser eigentlich auch schöpfen? Nee, ne? Nee, das kannst du aber direkt trinken. Doch, geht. Doch, doch, doch. Kann ich machen. Ah. Ist zwar schmutzig. Egal. Da muss der Piet jetzt durch. Ah ja, genau, essen. Da holen wir doch gleich noch ein bisschen was zu essen hier. So. Na, hoch. Ist schon was auf dem Grill. Oh, sehr schön, sehr schön. Na, ich hole mir gerade das Grünzeug hier unten. Ist eben halt ganz praktisch, weil es mir nicht verdirbt. Na, komm. Hoch, 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 hoch. Hoch, Piet. Nicht ertrinken. Ja. Uff. Und raus. Ja, sehr schön. Der Grill ist schon angerichtet, aber ich kann es nicht nehmen, weil meine Tasche immer noch voll ist. Ärgerlicherweise, mal gucken. Den Hammer hast du gehabt, ne? Den habe ich dir schon gegeben gehabt, oder? Den habe ich mir schon genommen. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja eigentlich. So. Dann legen wir doch mal die Ameisenteile ab, würde ich sagen. Den Ton. Den Ton lege ich, glaube ich, auch ab, aber nicht jetzt. Oder... Naja, das kann auch weg. Und das auch. Und dann kann ich auch gleich mal schauen, würde ich sagen, dass ich meine Rüstung jetzt endlich repariere. Ein bisschen Platz habe ich ja. Und los geht's. Gibt es eigentlich eine bessere Möglichkeit, wie immer ins Inventar zu gehen, reparieren, reparieren? Da einfach im Inventar, also Tab, Dings anklicken, das beschädigt und dann naja. Rechte Maustaste. Genau. Quatsch, die R-Taste. Moment. Geht das? Na, geht nicht, ich komme nicht direkt dahin. Dann muss ich doch über Herstellen gehen. Ein grobes Seil können, ja, kann ich auf jeden Fall auch reichlich herstellen, reichlich. Wie cool ist das denn?
Ja, ich würde sagen, nur Dings verwenden, die hat Spinnenrad, aber das braucht natürlich eine Zeit. Ja, das ist richtig. Ja, aber du brauchst ja auch Pflanzenfaser bzw. ein grobes Seil. Stelle ich dir hiermit gleich mal ein bisschen was her. Oder uns. Und ein Seidenseil kann ich auch herstellen. Super. Dann gucken wir doch gleich mal rein hier, würde ich sagen. Denn letztes Mal. Nee, ah, du hast es belegt. Nein. Okay. Wir stellen keinen Seidenseil her. Also nicht jetzt. Schade eigentlich. Wieso brauchst du eins? Ja, für die Axt bräuchte ich die doch auf jeden Fall, ne? Ein einzelnes? Also einer? Ein Ich weiß es Seil? jetzt nicht. Warte mal, ich schau mal nach. So, die Insektenaxt ist das. Genau. Ne, 4 Stück bräuchte ich davon sogar. Und Bombardierkäferbrocken. Wie sieht's aus mit dem Material für Bogen und so weiter? Hast du da schon was? Ich habe gerade noch die Dings gesammelt, diese Okay. Eichelstückchen. Ich habe gerade einen Bogen hergestellt. Leg Gut. ich die auch in die Kiste, würde ich sagen. So, jetzt nicht erschrecken. Wieso? Dürftest du jetzt auch was bekommen haben? So, die Madenhaut, die habe ich ja noch. Die Madenhaut. In welche Kiste lege ich die doch gleich? Das müsste doch da sein. Ja, richtig. Die Madenhaut kommt auch darüber. Kann ich das Schild nicht vielleicht auch ablegen? Ja, eigentlich schon. Ich benutze es doch eh nicht. Ja, das machen wir. Na, noch brauchst du es nicht wirklich, das Schild. Ja, momentan ist es auch irgendwie, nimmt Platz weg, weißt du? Und das kann ich mir ja auch verkneifen. Die lagere ich nicht ein. Die Fackel. Die Fackel, kann ich die eigentlich auch reparieren, bevor sie völlig fertig ist? Achso, nee, nicht herstellen. Nein, nee. Da. Da. Nein. Die muss ich komplett neu herstellen. Alles klar. Die habe ich immer noch nicht repariert. Wieso? Achso, ja, genau. Grobes Seil hat mir doch gefehlt. Da. Und jetzt müssten wir es ja haben. Reparieren. Okay. Maximale Gesundheit. Plus. Yes. Sehr schön. Das heißt, habe ich hier noch etwas. Ja, Distelstachel kann ich doch eigentlich auch auslegen. Und das hier auch. Das machen wir. So. Ja, momentan noch ziemlich viel im Inventar. Also bisher ist noch nicht allzu viel passiert. Den Stachel. Liegt aber daran, dass eben Marcel, wenn er einloggt. Ah ja, kann ich die. Die genau, die sollte ich auch reparieren. Obwohl, nee, muss ich jetzt nicht. Liegt halt daran, dass Marcel, wenn er zum Multiplay sich einloggt, ist sein Inventar komplett leer. Das heißt, weder Rüstung noch irgendwas hat er. Und kann nur eben halt auf seine Rezepte zugreifen. Oder war das so richtig? Ich denke, Richtig. ja, ne? Genau. Gut. Und dementsprechend müssen wir hier erstmal ein bisschen was herstellen und umstapeln und so weiter und so weiter. Und dementsprechend geht es jetzt erstmal weiter. Und ich sollte vielleicht So. mal wieder die Keule rausholen. Ja, nicht nur das. Moment. Ah, viel wichtiger. Ich sollte nicht nur reparieren. Ich sollte vielleicht auch die Rüstung wieder anlegen hier. Na, das ist ja clever. Wieso habe ich die eigentlich noch? Die hätte ich doch auch ablegen können. Das habe ich auch nicht abgegeben. Oh, ich denke wieder an gar nichts. Wieder völlig nervös hier. Gibt's doch gar nicht. Something to drink. Und schon wieder muss er trinken. Die Keule wollte ich ablegen. Nicht vergessen, Keule ablegen. Das nicht. Ich brauche jetzt noch vier Milben-Dinger. Milben? Denn ich habe diese roten Felle. Wieso habe ich die eingelagert? Nein. Ja, die müsste ich aber auch in einer Kiste haben. Oder hast du die Nö, hast du nicht. Habe ich nicht? schon nachgeschaut. Okay. Bei mir fehlt nur noch der Kopf. Ach so. Warte mal, wo ist denn das drin? Da. Ja, würde ich sagen, dann ziehen wir los und holen uns das Zeug, oder? Aber Genau. erstmal muss ich trinken. Moment. Ich vergesse gerade alles bei dem Quatschen.
Ach so, ja, alles klar. So, die Flasche habe ich. Und dann trinken wir mal. Ja, ja, okay. Gleich nochmal essen. Weiß der Gast brät hier was Schönes, Leckeres aus Fleisch. Ja, das war eben halt jetzt auf die Schnelle. Und ein Stück haben wir. Wo habe ich es? Da ist es. Sehr schön. Jetzt müsste das wieder ausgeglichen sein. Ja, jetzt sieht es wieder viel besser aus. Sehr schön. Allerdings hat er immer noch ganz schön Durst. Na. Ja, sonst weiß ich, wo ein Wassertropfen ist. Wird mir durch das Tutorial noch angezeigt. Wie bitte? Ansonsten weiß ich, wo Wassertropfen sind, weil Tutorial zeigt mir das noch an. Okay. Dann folge ich dir, würde ich sagen. Juhu. Sind 300 Zentimeter. Aha. Da ist auch hier die Gegend total schön gemacht irgendwie. Also mir gefällt das wirklich richtig gut. Ich sollte wieder die Keule rausnehmen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Da oben hängt er. Was? Ach, ja, da. Also designtechnisch haben die das echt geil gemacht. Also, ja, auf jeden Fall. Kann man nichts anderes sagen. Also da würde ich sagen, schwer einen Daumen hoch. Und plups. Da ist er. Brauchst du auch was zu trinken? Ich habe die Hälfte, geht noch. Okay. Na, ich habe jetzt ein bisschen über der Hälfte, über die Hälfte, ja. Warte mal, Milben, wo haben wir die gesehen? Milben müssen auch irgendwo hier vorne sein. Ja, ich glaube hier irgendwo. Hopsa. Nee, das ist die Spinne. Ja, ja, aber hier waren auch irgendwo die Milben auf dem Weg zu dieser Pfütze. Bin ich mir sicher. Ja, nicht nur das, die sind sogar hier in der Nähe, genau. Da fällt es mir wieder ein. Da habe ich sie doch schon. Ah, was? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hau doch drauf. So, drei Stück habe ich schon mal. Na komm. Aufgehoben habe ich es auch schon. Sehr schön. Sind hier noch mehr? Ja, da ist noch eine. Ey, 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 ey. Hier, komm. Hauen. Hau doch auf die Milben. Ah. Na, dafür gleich zwei. Ha. Zwei mit einem Schlag. Gut. Milbenpelze sollten wir, denke ich mal, jetzt genug haben. Ich glaube, 8 wurde mir gerade angezeigt. Ich denke mal, was haben wir hier noch? Pflanzenfaser. Nö. Grasbrocken. Was? Trockener Grasbrocken? Cool. Ist mir noch nie aufgefallen vorher. So. Okay, mal gucken. Wo steckst du gerade? Da. Ja, ich laufe gerade vor einem riesen Käfer weg. Okay. Ach so, wir wollten doch eigentlich auch noch eine Rüstung für dich herstellen. War da nicht was? Ja, dazu brauchte ich ja die Milbenfälle. Ja. Weil ich jetzt auch schon wieder alles so weit weggelegt hatte. Ne, halt Rüstung. Da ist die Rüstung. Die Eiche-Gesichtsmaske. Grobe Seil brauche ich ein paar. Ich würde sagen, ich mache mal die Gesichtsmaske schon mal. Welche Gesichtsmaske? Die Eiche-Gesichtsmaske. Ja, die brauche ich ja nur noch. Genau. Achso, die brauchst du eh nur noch. Und da vorne sehe ich eine. Nein, das ist keine Spinne. Das ist eine Wanze. Ah. Gut, dann stellen wir doch erstmal die. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Eiche Gesichtsmaske. Wie? Ach so, ja. Braucht die Werkbank. Das geht ja hier gar nicht. Trinkflasche hast du auch schon alles für? Wie bitte? Für die Trinkflasche hast du auch schon alles? Alles weiß ich nicht, aber Madenhaut habe ich welche. Die habe ich auch in die Kiste gelegt. Ich hänge mal wieder fest hier. Na super.
Gehen wir doch halt rüber. So. Ja, viel geschafft haben wir irgendwie noch nicht. Also ich jetzt zumindest, für meinen Teil. Da ich ja immer in wir rede, meinte ich jetzt nicht damit den Marcel. Ich denke mal, der ist gerade am Suchen und am Basteln. Ja, nicht ganz. da, Werkbank. Ja, ich brauche Essen. Ich habe ja schon was hierher geliefert. Ja. Rüstung. Und da haben wir die. Und herstellen. Gut. Dann. Wo ist die Maske? Da. Ich lasse sie mal jetzt hier einfach liegen. Ist das okay? Ja. Okay. So, dann bin ich vollkommen ausgerüstet. Yay. So, wo waren die Marienkäfer? Warum da? Hab mir noch Marienkäfer erlegt. Ah, sehr schön. Ja, funktioniert gut, ne? Ja, habe ich bei mir im Spiel auch schon ausprobiert. Das ist wirklich toll. Es ist eigentlich so mitunter das Leichteste. Also aus allem, was ich bisher gehört habe, wie du meintest, dass du zum Beispiel Marienkäfer zerlegst. Wo wollte ich hin? Das ist, ja, genau. Und den Tonbrocken lege ich da auch rein. Ja, so. So gefällt mir das. Ah ja, genau, das kann auch weg. Und Moment, was habe ich da drin? Ja. Nein, jetzt bist du an der Kiste. Finger weg. So, Milben. Den Milbenpelz auch rüberlegen. Sehr schön. Wie sieht das eigentlich aus? Marienkäferteile, habe ich denn da eigentlich schon genug für die entsprechende Rüstung? Oder? Müsstest du schon haben? Ich gucke. Ja. Hat sie dir die Pfeile eigentlich auch schon rausgenommen? Ja. Sehr schön. Dann würde ich auch sagen, lass uns doch mal einen Bombardierkäfer jagen. Ach, aber nee, wow. Halt. Ich habe eine ganz andere Idee. Haha. Ich wollte doch eine Gasmaske herstellen. Fliegenpelz und Baumwanzenbrocken. Ja, das ist das Problem. Baumwanze. Genau dafür wollte ich die ja nicht haben. Ich würde sagen, es wäre erstmal besser, wenn wir die Brocken holen. Die Bombardierkäfer, meinst du? Genau, weil dann können wir dir nämlich das Dörrgestell bauen. Und ich glaube, für den Tower-Sammler brauchen wir auch welche. Da fällt es mir an. Ja, ach so. Auf jeden Fall Bärenleder brauche ich auch. Haha, da, warte mal, was hat's dir doch gleich gesagt? Spinnenfangdolch. Brauche ich sowas? Larvenklinge. Kann ich das mit der Larvenklinge eigentlich klein machen, da diese Beere? Nein, du brauchst die Insektenaxt. Ja, und dafür brauche ich die auch wieder. Und Seidensalz viermal. Ah. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Quarzit. Oh. Quarzit? Ja. Habe ich keins mehr? Ich guck gerade. Meine, ich müsste was haben. Doch, hast du noch. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir nur die Seidenseile. Ja. Und halt für das Gestell die Bombardierteile. Ja, und für die Axt ja beziehungsweise auch. Die Bombardierkäfer, wo hatte ich die doch? Das war doch hier hinten bei der Gaswolke, oder? Da, nee, wo nee, auch. Nee? Hier um die Ecke hast du gleich welche. Aber ich sehe gerade, du kannst das Ding noch gar nicht bauen. Nee. Das Rezept ist noch gar nicht da. Nee, ich hab das nicht. Denn kriegst du es wahrscheinlich dann später. Durch das Analysieren. Aber ja. Wir gehen erstmal schlafen. Ein Moment. Ah. Mir stellt sich gerade die Frage. Nein, ich habe alles analysiert bis jetzt. Gut. Es wird auch schon wieder langsam dunkel. Yep, kurz auf die Zeit achten. Ja. So, ich leg mal schon Seile nach. So. Dann werde ich mir nebenbei mal was zu trinken holen. Denn die große Begeisterung ist ja nun mal eben halt nicht da mit dem Schmutzwasser. Also von daher. Ja, die würde ich auch gerne umhacken. Dafür brauche ich aber die andere.
Andere Axt. Ja, der Weg ist richtig. Ja, ich will mal schauen, dass ich mir noch ein paar Tautropfen runterhole. In die Flaschenfülle und dass ich eine Flasche rübergeben kann. Es sei denn, hast du dir schon eine Flasche hergestellt jetzt? Ja. Ah, so, gut. Ist ja noch besser. Was willst du denn hier? Hau ab. Also die Ameise, nicht du. So, ich repariere mal kurz ein paar Dinge hier. Ja. Und ich warte mal, bis du denn da bist. Dann siehst du das auch. Ja, sehr gut. So. Gibt's doch nicht. Mal sind so viele da von den Tautropfen und mal nichts. Da sehe ich auch einen. Nacht ist sowieso schwieriger. Ansonsten wäre... Ich habe zuerst verstanden, nackt ist sowieso schwieriger. Wäre es eh. Aber ich sehe leider deine Entfernung nicht. Ansonsten hätte ich sagen können, in welcher Entfernung da einer ist. Das ist ein bisschen ungeschickt irgendwie, dass man das nicht sieht, ne? Aber Moment, ich kann doch bestimmt auf der Map gucken. Ja, auf der Map sehe ich dich, aber ich sehe den Tropfen nicht. Da ist er. Ja, hast du dafür ein Add-on oder was ist das, dass du das siehst? Nee, wahrscheinlich ist das der ist das ein Bug. Okay. Hast du das schon immer gehabt? Nö. Okay. Aber die wird dir angezeigt, wo du hinlaufen sollst, also dass du erstmal einen Pilz essen sollst, dass du Wassertropfen trinken sollst, wird dir im Tutorial angezeigt. Ja. Ich habe aber nicht den Tropfen genommen, der mir im Tutorial angezeigt hat. Ich habe einen anderen genommen, weil ich wusste, wo einer näher dran ist. Ja. Da ist es. So, erstmal selber wegschlurfen. Ah, genau. Mach lieber die Flasche mit voll, weil wenn wir schlafen gehen. Ja. Weißt ja. Und. So. Also einmal habe ich schon was gesammelt. Ach so, genau, das wollte ich ja auch noch machen. Genau. Denn. Nein, das geht nicht. Ich kann nicht zwei Flaschen in die Taskleiste legen. Das so vielleicht? Nö. Nein. Eine Flasche, sag ich mal, auf die 7 und die andere auf 8. Nö, das geht nicht. Das geht nicht? Okay. Nein, da zeigt mir immer an, gleich mal 2 und dann eben halt, dass bei der ist was drinne. Und wie beim letzten Mal ist es ja so, ich sehe nicht, dass da doch noch was in der anderen Flasche ist. Also muss ich das aus dem Inventar machen. Na gut, musst du nur anklicken und Space drücken. Ja. Ach, hier ist doch noch einer. Achso, halt, meine Keule. Da haben wir's. Das würde aber auch bedeuten, ich kann jetzt mit der Flasche gar nichts anfangen. Das heißt, ich muss ausrüsten, genau. Die muss ich echt von Hand ausrüsten, damit ich das einsammeln kann. Also er nimmt nicht automatisch diejenige, wo es reingeht. Nee, oder womit ich es aufnehmen kann. Leider, aber da ist gleich mal noch einer. Aber das Problem habe ich ja zum Glück nicht. Zwei. Ich habe hier 2. Wie cool. No, kein Plups. Komm runter. Ach, da ist er doch schon. So. Gleich nochmal aufgenommen. Sehr schön. Wo ist der zweite? Ach, da ist noch einer. 3 habe ich hier. Nice. Den trinken wir doch gleich mal. Ah, obwohl, die brauchst gar nicht. Dann. Nein. Dann trinke ich nämlich das da weg. Haha. Dann ist die wieder leer. Dann schöpfen wir nämlich. Was? Wie jetzt? Das ist das Problem. Dann kann ich sie auch da aus dem Inventar rausnehmen. Das ist ja auch kompliziert. Ja, also, weißt du, es will nicht so klappen, wie ich das will. Ja, die volle Flasche, ich will eigentlich die leere haben, tu die ins
Ja, also beziehungsweise es hat nicht funktioniert und ja, jetzt habe ich sie. Sehr schön. Wo ist noch der zweite Tropfen? Na, noch mehr. Boah, hier ist richtig was los. Noch mehr. Ich habe hier eine Wasserquelle. Was? Das ist schön. Und weg hier. Irgendwas ist hier in der Nähe. Ja, es ist dunkel, deswegen kommen da auch sehr viele an. Ja. Nur ich würde ganz gerne, also abgesehen davon, wenn es nicht gerade eine Radspinne ist, obwohl doch, die klappt ja eigentlich auch super. Also keine Wollspinne ist, dann würde ich sagen, klappt das ja ohne, dass ich drauf gehe. Denk dran, Multiplayer, die sind stärker. Ja, das ist das Ärgerliche. Nur eben halt bei der Larve, beim letzten Mal habe ich nicht dran gedacht, dass meine Rüstung ja kaputt ist, weil man geht ja immer davon aus, man hat sie an. Und ja, dementsprechend ja, bin ich gestorben halt, ne? Da habe ich ja so gar nichts ausgehalten. Ah, da freut sich ja der Counter immer. Ja, super. Fürste Strichliste, ja? Ja. Das war ein Zettel und Schiff vor mir schon liegen. Sehr schön. Hoppsa. So. Ob sie gefällt oder nicht, ja. Wolfsspinnen werden wir noch jagen müssen, damit wir ja giftimmun sind. Müsst ihr nicht alles auf einmal erledigen, oder? Nee, um Himmels Willen. Ah, daneben. Ach. Erstmal dafür sorgen, dass du mit? Ja. Überleben kannst. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Das wäre schon echt nicht schlecht. So, jetzt gucken wir hier. Was hättest du erstmal eine Runde von Schlafen? Ja, gut. Weil wir haben es 22:37 inzwischen. Dann nehme ich mir kurz die Dinger und lege neue rein. Toll, jetzt habe ich aus Versehen alles genommen. Gut. Weil nach dem Schlafen sind die nämlich alle fertig. So, Dele. Gut. Wie? Die ist, warte mal, wie heißt es doch gleich? Spinnenseide? Mhm. Ja, tatsächlich. Und davon brauche ich 4 Stück. Ist ja ein Ding. Bin schon längst drin. Ja, ich hab sie. Nee, ich meine in der Kiste. Ach so, okay. In welchem Moment? Und da bin ich gerade dran, ne? Ja. So, hat er aus Versehen alles genommen gehabt. Ach, da hast du es reingelegt. In die ganz linke. Mhm. Okay. Glaube ich. Nee, in der ich jetzt drin bin. Das ist die dritte. Die dritte? Aber ich hatte schon mehrere hergestellt gehabt. Also. Ah, ich zähle von rechts nach links. Du hast, glaube ich, andersrum gezählt. Nö, eigentlich nicht. Hm. Ja, okay, wie sieht's aus? Bombardierkäfer. Wollen wir. Und, warte. Guck mal, was ich in der Hand habe. Was hast du denn da? Achso. So, du möchtest werkeln? Klempnern? Ja. Und wenn du hier hinguckst, siehst du, das ist kaputt, ne? Die was? Wenn du hier hinguckst, siehst du kaputt. Nur zumindest nicht mehr ganz heile, ja? Richtig. Okay, jetzt ist wieder heile. Schön. Genau. Und cool. Die wird auch überall angezeigt, dass irgendwo was beschädigt ist. Aha. Ja, ich habe das schon gesehen. Also, mir ist das schon aufgefallen. Nur ich habe der ganzen Sache erstmal. Nein, jetzt plumpse ich doch noch rein. Zwischen Blatt und Blatt gefallen hier. Immer diese ärgerlich. Profis. Was? Okay. So, das wieder weg. Das auch. Okay. Okay. Ich bin bereit. Alles klar. Nee, ich muss noch schnell. Ich werde noch schnell was trinken. Ja, jetzt muss ich ins Inventar dafür, nicht dahin, Inventar. Ich laufe auch gleich los, weil ich muss auch was trinken. Ja. Water filtration tablets needed. So. Dann würde ich sagen, machen wir es doch vorübergehend so. Ich lege dir jetzt hier die Trinkflasche hin, weil ich bin voll mit Trinken. Gut, dann kriegst du meine. Und fallen lassen. So. Welche ist jetzt meine? Wo sind die andere? Also hier liegt eine. Sah aus, als ob die von mir runtergefallen ist. Nee, die ist leer, also muss das deine sein. Alles klar. Dann haben wir das doch.
Wo ist weit, ne? Achso, Essen. Essen, Essen, Essen. Essen auch noch schnell und dann legen wir fix los. Ich habe beide Trinkflaschen bei mir im Inventar wieder. Und den auch noch. Ja, das geht doch viel besser. So. Seht ihr, Zuschauer? Er will mich verdursten lassen. Was? Ich hab's doch dahin gelegt. Nee. Die hast du doch aufgenommen. Doch. Nein, hab ich nicht. Doch. Ich hab keine Inventar. Es lagen zwei Trinkflaschen hier. Ja, ich hab die aber nicht drin. Ich hab nur zwei Stück. Dann ist wahrscheinlich einer gegengelaufen. Das wäre blöd. Aber das müsste doch symbolisch angezeigt werden. Wenn sie in der Nähe ist, ja. Vielleicht da unten? Ich glaube, das ist zu tief. Das wird so nichts. Nee, wenn denn schwimmt das Tal oben. Ach so. Aber ihr müsst doch gesehen haben, es sind zwei Flaschen da gewesen. Zwei Flaschen. Ich habe auch nur zwei im Inventar. Huch. Super, fängst du denn schon an zu bauen, ja? Cool. Ja, ein bisschen. Okay. Okay, gut. Na gut, bevor ich jetzt weiter ewig rumsuche, gehe ich was trinken. Okay. Wer weiß, wo das Ding hingeflogen ist. Naja, ist klar. Cool. Ist das? Ah. Wieso kann ich das nicht aufheben? Nee, das war Mahn. Ja, ja. Mahnschleim. Genau. Kann ich dann bitte die leere Flasche wieder haben? Hm? Na, mir fehlt jetzt die Flasche. Okay. Da unten liegt sie. Ja. Gut. Bist du dir sicher, dass du die nicht hast, die andere? Da ist gerade ein Tropfen runtergekommen. Da ist dein erster Tropfen. So, Hälfte ist voll und hier vorne müsste auch einer sein. Ja, bei der Dose, ne? Da und einmal hier, vorne irgendwo. Ja, der kullert ja auch mal runter, oder? Ja, wenn er zu voll ist. Also jetzt ist hier noch nichts. Gut, dann geben wir uns die Dose. Wo nichts drin ist. Dose ist auch nichts. Warte mal, ich glaube, ich hatte schon mal eine da drunter gesehen, also einen Tropfen. Unter der Dose. Ja, ansonsten gehe ich hier oben aufs Blatt, da liegt auch meins. Nee, hier ist auch nichts. Nee. Ja, dann komm mal mit, dann zeig ich dir, wo immer einer ist. Okay. Hip. So, schon jo. Fast da. Ah, ja. Schluck. So, jetzt bin ich voll. Sehr schön. Wie voll? Bum, bum. Voll, voll. Ja, ich bin total betrunken. Nein. Ach, da ist ja auch einer. Ja. Ah, klopft den doch einfach runter. Geht doch viel schneller. Sicher ist es. Ich bin ein Mädchen, ich bin agil, ich kann hüpfen. Klöpfel. Den schlurfe ich auch nochmal schnell weg hier. Der zeigt mir jetzt echt die Haufenweise die Tropfen an. Ist ja cool. Ja, das ist schlecht. Aber jetzt lass uns die Bombardierkäfer machen. Ja, ich bin doch schon vor dir. Achso! Ich dachte die andere Richtung. Alles klar, alles klar. Ich warte mal wieder nur auf dich. Okay. Lauf, Piet! Lauf! Kommst du Hoops ohne Boops? Was? Dass wir hier wenigstens noch irgendwie die Axt herstellen. Am besten gleich zwei, würde ich sagen, oder? Insektenaxt, ja. So. Bisschen noch weiter hier. Weiter nach links, definitiv. Weil da sind ja deine Freunde. Ja. Ja, die sind so freundlich. Oh, jedes Mal. Oh. Komm. Aber die habe ich doch letztes Mal auch geschafft. Also, komm.
Du vorne, ich hinten. Jo, gute Idee. Moment. Was hat sich da geändert? Jo. Boah, Glück gehabt. Eine zweite. Okay. Was? Kein Loot? Wird denn versehentlich schon aufgenommen? Ich hab's gemacht. Achso. Oh, oh, oh. Hab ich dich getroffen? Nö. Gut. Uah. Na, jetzt hau doch. So. Uff. Aus Reflex hat er die auch gleich mitgenommen. Ja, das ist doch besser, wenn ich jetzt da ja, zocken, ja, klar, logisch. Sonst definitiv. Hast du ja alles voll. Ja, müssen wir ja nicht mehrere Inventarplätze verschwenden, ne? Genau. Nee, Stechmücken, da habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen mit. Und da ist doch eine, Mick. Moment, wo bist du? Da. Woher steckst du? Ich komme schon. Ja, du bist verfolgt. Ja, ja. Die holen wir uns. Was? Echt? Okay. Ah! Wär's denn nicht besser, wenn ich den Bogen nehme? Kannst du machen? Dann lenke ich sie erstmal auf mich. Okay. Allerdings mit dem Bogen mache ich doch viel weniger Schaden, oder? Egal. Ah! Toll, es sind zwei. Auch das noch. Wieso treffe ich nicht? Der hätte doch treffen müssen. Oh, fuck. Ich bin zu weit weg, oder? Ah! Nein! Okay. Eh zum Aufheben halten. Super. Wie schaut's aus bei dir? Nee. Die war schneller als ich. Oha. Okay, dann spawn ich mal. Ja, wenn du dich beeilst, kannst du mich heilen. Ja, okay. Ich laufe. I feel a little less squishy now. Also ein bisschen gefühlt, so hätte ich sie erledigt. Wie bitte? Noch ja, ein ich bisschen hab, hätte ich sie... Ja, ich habe sie getroffen, aber ich habe nicht gesehen, also ob Schaden gemacht hat. Also es sah so aus, als ob ich keinen Schaden gemacht habe und dementsprechend, ja, hatte ich zwischendurch auch mal kurz nicht geschossen. Ja, ich habe leider auch nur, wir haben leider nur den einfachen Bogen. Der Insektenbogen ist bedeutend besser. Und dann kannst du später auch noch die Armbrust kriegen. Ja, aber alles auf einmal geht ja auch nicht. Nee. Für Armbrust brauchst du ja, ey, jetzt bin ich tot. Das ist ein dicker Marienkäfer. Und zwei Spinnen. Ich muss andersrum laufen. Ich glaube, von der Zeit her schaffe ich es nicht mehr, oder? Nee, nee, ich bin gerade zu schauen. Ach so. Ja, weil ich muss nochmal zur Dose zurück, damit ich hier über diesen Zaun komme. Der Durchgang ist leider ein wenig versperrt. Ich sehe aber meinen Attachment-Rucksack. Du kannst auch einen Federhut noch bauen und alles. Mit Bogen und Armbrust oder so kannst du natürlich schon guten Schaden machen. Ja. Aber der Männer. Ups. Also wir sind Männer, wir steuern nur andere. Sind ja halt nur Avatare. Naja, üblicherweise im Spiel zu den Avataren bin ich nicht wirklich nett, also da riskiere ich schon mal ein bisschen was. Ist mir noch nie aufgefallen. Nein, was? Oh, Flattermax hier. Ich hoffe allerdings, dass jetzt die Spinnen nicht nachgespawnt sind. Die was? Die Spinnen. Spinnen sind auf jeden Fall am Durchgang beim Zaun. Ja. Ach, ich brauche nur drüber laufen, dann nimmt er das auch auf. Ah. Also die Pfeile. Pfeile. Ja. Sehr schön. Ich habe immer aufwendig mit E aufgenommen. Brauche ich ja dann gar nicht. Wobei, so aufwendig ist es ja nicht, aber naja. Es geht schneller und du musst dich halt nicht so stark konzentrieren im Kampf. Naja, klar. So. Hier sind welche. Bombardierkäfer. Ja. Ja, zwei Stück. Sattel holen. Wie bitte? Sattel doch, dass Hunde zwei Stück sind.
Echt? Oh, habe ich nicht gehört. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ach ja, du bist ja noch am Laufen, ne? Ja, ich bin aber in der Nähe. Ah, nein! Jetzt weiß ich, warum der Bombardierkäfer heißt. Alles klar. Also, der sollte mich nicht erwischen. Oh nein. Ich muss weg. Nein, lauf! Pete, lauf! Lauf, lauf, lauf! Ich wollte es halt ausprobieren. Jetzt weiß ich wenigstens auch, warum der Bombardierkäfer heißt. Oh, hier ist auch noch ein Pfeil. Schön, dass der auch hier gelandet ist. Ah! Okay, ja. Ich doch lieber rum. Da hinten sind schon wieder die Mücken. Ui, super. Bist du in der Nähe, zufällig? Wo genau in der Nähe? Da, wo die Mücken sind. Ja, wieso? Ja, weil ich liege hier gerade rum und könnte Hilfe gebrauchen. fuck. 17, 16, 15. Ich komme da hinten leider nicht rum wegen der Mücke. Das ist blöde. Okay. Dann sollte ich vielleicht doch aufstehen. Hier gibt es nirgendwo einen Durchgang. Ich stehe auf. Boah, aua. So. Gut, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich auch keine Keule mehr, weil ich schätze mal... Ja, genau. Die ist total im Eimer. Habe ich was zum Reparieren hier? Dann kann ich die wenigstens auch gleich reparieren. So, Counter 2. Was? Counter. Ja. Okay. So, wo haben wir das Zeug drin? Da. Ich glaube... Meine Keule ist auch fast kaputt. Ja, das ist das Ärgerliche. Viel ausgehalten hat sie bisher nicht. Also, naja, eigentlich schon. Haben wir alles da schön reparieren. Dann ist meine Keule endlich auch wieder in Ordnung. Den Rest, den lasse ich jetzt dann noch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, bewertet und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wie ich meinen Counter wieder steigen lasse. Mit Marcel zusammen natürlich. Denn er sagte, ihm machte Spaß oder beziehungsweise wir hatten das ja letztens schon mal ausprobiert und es hat ihm Spaß gemacht. Und ja, Marcel, wie sieht's aus? Bist du das nächste Mal mit dabei? Sehr gerne. Super, hervorragend, da freue ich mich doch schon. Okay, also, ciao.